The Force be with you. Wir haben wieder Mai. Für alle, die wissen, was ich meine mit Force be with you. Ja, möge die Macht mit euch sein. 40 Jahre, meine sehr verehrten Damen und Herren, 40 Jahre an alle Kunden, an alle Zuschauer. Euer Medienkanzler ist jetzt 40 Jahre analogie digital am Wandeln. Wir schreiben das Jahr 2019, begonnen 1979, analogie Wandel in digital, und heute sprechen wir nur noch digital. Viele wissen schon gar nicht mehr, was analogie ist. Meine Kunden sind international, meine Kunden haben alle Altersgruppen. Jung, alt, ganz alt. Die ganz Alten wissen noch, was Analogie ist. Sie wissen nicht, aus Sicherheitsgründen mache ich das jetzt so, zeige jetzt nicht, was vorne ist. Das ist ein Herr, ein Richter, 80 Jahre Kunde. Ein Richter, 80 Jahre Kunde, der aus der Welt der Analogie. Was ist denn da drauf? Der Sohn hat etwas gemacht, was der Papa sehen möchte, nur der Papa weiß nicht, was das ist. Er hat so eine Maschine, sagt er, ich habe so einen Kasten da, aber keine Ahnung. So sieht's aus heute im Jahre 2019. Also macht der Medienkanzler aus dieser Analogie die sogenannte digitale Technik, damit dieser Kasten nicht benutzt werden muss, sondern der Kasten, der unterm Fernseher steht, nennt man halt DVD oder in der modernen Zeit Blu-ray, und in der ganz, ganz, ganz modernen Zeit wird ja eh nur noch gestreamt. Und dann komme ich zum Schluss. Also angefangen 1979, die Analogie zu wandeln. Bis 1995 wusste keiner, was das ist. Nach der CeBIT 1995 wussten das einige, und seit 1999 ist ja nicht nur die digitale Welt am Laufen. Durch 1989 Sir Thomas Berners-Lee, der das Ganze auf den Weg gebracht, das World Wide Web. Und ich gehöre halt, wie gesagt, seit 1979 dazu, und heute sage ich dazu, For the Web. So, For the Web gehört Sir Thomas Lee, und der macht in diesem Mai auch etwas, lasst euch überraschen. 40 Jahre jetzt, 40 Jahre jetzt analogie digital. Ich bedanke mich auf dem Wege auch, den Herrn kennengelernt zu haben, das ist ein Arzt, der da was macht, digital. Er ist nicht nur Zahnarzt, sondern er macht halt auch etwas, darauf komme ich später. Denn alles sind Kunden, auch die Star Wars Freunde, die Star Wars hassen oder Star Wars gar nicht kennen. Guck mal, ich Platz habe hier. So, dann für die Leute, die Star Wars lieben, Fan sind, damit groß geworden sind, darin verweilen, das sind die Liebenden. Und nicht die Hassenden oder die, die damit nichts zu tun haben. So, mittlerweile sind wir ja alles Fans. Ne? Ob ich Fans habe, weiß ich nicht. Und da komme ich zum Kern und zum Mittelpunkt des Clips. Ich habe keine Fans, weil ich Kunden habe. Ich erkläre es heute: 40 Jahre Kunden, 40 Jahre Dienstleistung. Da kann ich nicht zu einem Fan werden. Ich bin halt, ich habe diesen Spitznamen bekommen: Du bist der Medienkanzler. Weil für dich gibt es ja nichts anderes. Ja, Analogie, digital, Hobby, Beruf, Beruf, Hobby ist doch bei dir eh alles immer dasselbe. Und dann wurde mir auch gesagt, du arbeitest ja 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und wenn man das dann irgendwann sagt, kriegt man das auch zu hören. Ich habe es ja gehört, weil Prashant, darauf komme ich auch, es gesagt hat. So, bei Prashant etc. ist es dadurch gekommen, Künstler helfen Künstler. So, ich erkläre 40 Jahre Beruf. 40 Jahre Dienstleistung. Und alles, was ihr jetzt hier so beiläufig oder beziehungsweise was ich in die Hand nähe, ist alles in diesem Beruf mit drin. Künstler helfen Künstler, Fan sein und so weiter. Dann, that are only in one. That are only Star Wars. 30th years. Also 30 lange Jahre. 30 Jahre dafür gearbeitet in der Promotion, in der Entwicklung, in der Spielwaren. Hier, Lucas Art. Gibt es ja alles nicht mehr. Wovon ich die ganze Zeit rede, gibt es ja alles nicht mehr. So, und dann in den 40 Jahren, sie ist ja auch noch der BDFA. Der BDFA gehört zum DSW 21. So,
Der BDFA ist der Bund Deutscher Filmautoren. Da ich ja selber ein Filmautor bin, ein Filmemacher auch bin, da sind natürlich Leute vom WDR und sind alle hier so vertreten. Der BDFA ist halt der nicht kommerzielle Weg. Es gibt bei mir der Weg, da bekommt man kein Geld für, da muss man höllisch aufpassen, da nicht so viel Geld zu investieren, da komme ich aber auch gleich noch zu. So, da ist der Onkel Doktor noch, der Zahnarzt, der da E-Books macht und auch Gedichte macht und den ich auf dem Weg begrüße und Dankeschön sage, dass auch ich irgendwie, dass auch er irgendwie Kunde wird. Ich lade ihn daraufhin ein, unverbindlich. Ich lade jeden unverbindlich ein. Was daraus wird, eine Verbindlichkeit, eine Freundschaft, weiß ich nicht. Dann gibt es halt, wie gesagt, diesen Prashant. Mit ihm habe ich in wenigen Sekunden den sogenannten Fanclub für ihn gegründet, weil wir haben am Telefon gesprochen. Da sage ich, komm, während wir uns unterhalten haben, habe ich diesen Club gemacht. Warum ich jetzt diese Schilder hier hochhalte? Weil er ja auch Werbung macht. Und diese Werbung war leider in Hamburg auf Kritik gestoßen, weil irgendwelche Leute getwittert haben. Und durch dieses Twittern kam das Frühstücksfernsehen Sat.1 und hat ihn dann eingeladen. Und dann wurde über dieses gesprochen, wolle Dosen kaufen, weil er nun mal als indischer, wie das Bild ist, weil er als indischer oder als farbiger da zu sehen war, haben einige leider im Moment, haben wir so eine merkwürdige europäische Zeit. Und da wir Mai haben, nicht nur Be For You, also nicht nur für die Star Wars Fans, sondern also auch für die EU. Wir müssen halt die EU neu formatieren, wir müssen neu wählen, wir müssen neu überlegen. Kam ich jetzt darauf, weil ich jetzt 40 Jahre involviert in dieser sogenannten Dienstleistung, das Analoge digital zu wandeln. So, ich habe dann, wie gesagt, auf diesem Weg alle nochmal begrüßen. Oder ich möchte auf diesem Weg alle begrüßen. Ja, ob das Detlef Scholzen war, die Anne, ja, die hier war, von Stromberg. Der Frank Montenbruch, der hier war, von Stromberg. Jetzt war Prashant da, von Stromberg. Ja, es waren aber sehr viele da, die nichts mit Stromberg zu tun haben. Ja, richtig, Filmpool, Brainpool, Norddeich TV und natürlich der BDFA, all ihre Gründungsmitglieder. Bedenkt, wir haben 16 Bundesländer. Wir haben in diesen 16 Bundesländern verschiedene Menschen. Hier ist Nordrhein-Westfalen. Jetzt wisst ihr ja auch die Stadt Essen. Prashant hat ja Werbung für mich gemacht. Auf diesem Weg bedanke ich mich, weil wie gesagt 40 Jahre ist das eine schöne Sache, dass Prashant für mich da Werbung gemacht, dass die Dani Mendes auch da war, dass er sie eingeladen, dass sie da war. Ich bedanke mich auch auf dem Weg des Zahnarztes Dr. Dett, der auch da war. Also 40 Jahre Jubiläum und es waren Menschen da und es sind immer Menschen da, aber es sind Kunden. Alles sind Kunden. In Minuten, das ist halt so. Es hat sich so entwickelt, deswegen habe ich diesen Spitznamen bekommen. Medienkanzler, das ist ein Spitzname. Weil auch ein Kanzler, wie gesagt, der hat ja keine Freunde. Ja, ein Kanzler hat ja sein Kabinett und was weiß ich. Und, ne, wisst ihr ja, ein Kanzler halt. So, so ein Spitzname ist zwar schön und gut, kann aber auch ein Fluch sein. Ich begrüße, wie gesagt, alle Star Wars Fans, weil ich, wie gesagt, 30 Jahre involviert in diesem 40 Jahre Jubiläum. In diese 40 Jahre Jubiläum möchte ich allen Kunden danken für die Aufträge. Ich möchte mich bedanken für die ganzen tollen Sachen, die wir da machen durften. Noch einmal, ich darf es nicht zeigen. Deswegen ist mein jetziger, heutiger Auftrag, ich sehe ja vorne, was ist. Ich mache fertig. Der Kunde bekommt es dann. Wie gesagt, das darf ich sagen, 80 Jahre jetzt ein Richter. Ein Richter, der halt sich dafür interessiert. Ein Zahnarzt, der sich auch für Medien interessiert. So, das sind Unterschiede. Ich interessiere mich nicht nur dafür, sondern es ist mein Beruf. Es ist mein Beruf seit 1966 als Idee, seit 1979 als Firma.
2019 40 Jahre, so ist das ins Land gegangen. Und auf diesem Wege, mit diesem Videoclip, möchte ich mich auf irgendeine Art an allen Auftraggebern, an allen Kunden, an alle Internationalen bedanken und sagen, Dankeschön, dass ihr da wart. Bedanke mich allen, die vielleicht noch erscheinen werden. Ich versuche mein Bestes, dass ich nochmal 40 Jahre schaffe, glaub nicht, weil 100 Jahre werde ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie alt ich werde, aber was ich gerne machen möchte, ist halt alle nochmal verbinden. Ich begrüße alle und alle, die diesen Videoclip sehen und genau wissen, wer er ist, also wer der Medienkanzler ist. Und wer Zeit hat, wer an der A40 vorbeihuscht und das Schild Wickenburg sieht, ey, da war doch was, fahre ich mal eben raus. Nicht nur, dass der Rahn da hängt, ja, Tor, 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 ja. Und 1954 die Weltmeisterschaft. Nee, ich kann jetzt schlecht ein Schild dahin hängen, hier lebt der Medienkanzler. Also ich fühle an alle. Ich fühle mich nicht wichtig. Ich bin keine wichtige Person. Ich bin total unwichtig. Ich bin ein Geist, keine Ahnung. Ich bin in der Macht verwoben. Ich liebe es daraus. Ich gehöre zu den Machtwesen da. Wenn ich verschwinde, bin ich in der Macht. Und keine Ahnung, was da passiert. Meine richtigen Freunde, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe, leben alle in der Macht. Ja, im Himmel, keine Ahnung. Ich kenne eure Religion nicht. Ich habe keine. Ich habe keine religiöse Ausrichtung. Ich habe auch keine anderen Ausrichtungen, die angefeindet werden müssten. Aber wir leben halt in einer feindlichen Welt. Man kommt in irgendeine Schublade. Man macht irgendeinen Fehler bei Star Wars schon. Flippt einer aus, ja, oder man hängt so ein Schild auf, man will Werbung machen, die Firma Astrala, diese Bierwerbung, ist es angeblich Rassismus, also ihr seht schon, die Macht wird ziemlich stark gebeutelt, wenn ich mal so sprechen darf, weil wir haben den Mai, ich habe ja auch angefangen mit For With You, also die möge die Macht mit euch sein, stimmt zwar alles nicht, die Thatcher hat damals gesagt, The May With You, und dadurch kam dieser Kult und die Macht ist mit dir jeden Mittwoch im Mai. Ne? Nein, nein. Jeder Mai einmal dieser Satz am 4. Am 4. Mai wird dieser Satz weltweit gesagt. So, 40 Jahre Jubiläum. Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön, dass es euch gegeben hat. Dankeschön, dass ich sehr, sehr viel mit euch zu tun hatte. Dankeschön, dass ich es überhaupt machen durfte. Ich möchte auf diesem Wege allen sagen, ob das Detlef Scholzen war, aus München-Gladbach, auch Schauspieler und Sprecher und Model. Egal wer. Und alle, die so am Rande, Melanie Scheiter, Moloch, ja, das sind also an alle Schauspieler, an alle Schauspielstudenten, an alle Medienstudenten, die hier waren. Regisseure, Dramaturgie, an alle. Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön, dass ihr die Aufträge dagelassen habt. Danke, dass wir sehr tolle Sachen erleben durften. Was ich jetzt nach diesen 40 Jahren machen werde, weiß ich nicht. Ich sitze jetzt hier immer noch an dem letzten Projekt für Prashant. Prashant macht ja sehr viele Filme. Prashant hat 90 Filme gemacht und aus diesen 90 Filmen muss ich ihn jetzt überall rausholen, damit er die alle mal auf einer DVD hat. Ist nicht so einfach, weil an manches kommt man leider nicht so ran. Da muss ich halt ein bisschen Hand anlegen. Deswegen habe ich ja diesen Spitznamen Medienkanzler. Ich denke mir da schon was aus, um an den Wunsch heranzukommen, der an mich herangetragen wurde. Also Prashant hat mir einen Wunsch herangetragen, er möchte doch gerne. Und das, was er sich wünscht, bekommt er. Genauso wie der Arzt einen Wunsch an mich herangetragen, ob ich ihn verwirklichen kann, weiß ich noch nicht. Auf diesem Wege lade ich ihn unverbindlich ein, vorbeizukommen. Dann, wie gesagt, mache ich jetzt gleich sofort diesen Auftrag fertig, weil er pressiert. Der ist also vorrangig. Ja, und dann ist der Tag an sich auch schon vorbei. Also ich habe jetzt einen kleinen Einblick gegeben, am Tag 24 Stunden, 7 Tage die Woche, das ist an sich dahergeredet, aber es stimmt fast. Ja, weil dank dieser modernsten Technik, Industrie 4.0, kann man ja alles machen, man kann mal eben schnell einen Film machen,
für den nicht kommerziellen Film. Ich bin eingeladen wieder im Oktober, Reiselust. Ja, im Oktober ist wieder Reiselust in Dortmund. Wer sich dafür interessiert, kann ja mal vorbeikommen. Das ist der Filmclub Dortmund. Und das aktuelle Filmprogramm ist halt Reisefilme. Da werden Reisefilme gemacht und hin und wieder werden auch alle Filme dort prämiert. Das ist also der größte Filmclub, den wir noch haben, aus dem Jahre 1927 gegründet. 16 Bundesländer, nie vergessen, bitte vergesst niemals diese 16 Bundesländer. Wir sind nicht ein Deutschland. Ja, in jedem Bundesland ist etwas. Es gibt sogar in welche auch immer, zum Beispiel da, wo Prashant lebt, war mal eine Hochburg von Film. Ist vorbei, aber ist halt auch ein Bundesland. Und in diesem Bundesland wurden Filme gemacht. So, dann haben wir, wie gesagt, immer noch bis Ende des Jahres 2019 mit Star Wars zu tun. Wir verabschieden uns am 01.01.2020. Mit uns meine ich mich persönlich, weil dann ist das auf irgendeine Art vorbei. Was natürlich weiterhin bestehen bleibt, ist Künstler helfen Künstler, kommt vorbei, ich höre mir das an. Wenn wir uns einig sind des Preises und wenn wir uns einig sind dessen, was wir da machen wollen, ich muss erst zuhören, meine lieben Freunde, ihr könnt nicht immer einfach hier vorbeikommen, mach mal eben. Dass ich das kann, weiß ich, dass ich das kann, aber diese Kadetten hier wissen das nicht, diese Herren Computer, diese Programme, die hier implantiert sind in den Monitoren, ja, die Software, das ist Fremdeigentum und dieses Fremdeigentum muss ich erstmal erlernen, weil die abgedatet werden. Ich kriege neue Software, dann hat der Entwickler was Neues, die Maus reagiert halt nicht mehr so, wie sie früher reagierte. Ich kann also nicht mehr so schnell schneiden, wie ich es vorher konnte, weil plötzlich ein anderer Codec, da muss ich diesen anderen Codec runterladen, weil dieser Codec gekauft werden muss. Meine lieben Freunde, wir leben in einer wirtschaftlichen Zeit. Europa, was jetzt auch in diesem Mai gewählt wird, ist wirtschaftlich. Das hat mit Menschen nichts zu tun. Weil wenn ein Mensch plötzlich ein Kunde ist, ja, deswegen sage ich ja hier, ich lebe unter Kunden. Ja, das ist ja hier wirtschaftlich. Das ist eine wirtschaftliche Firma, die wirtschaftlich arbeiten muss, um wirtschaftlich alles abzugeben. Das ist Wirtschaft. Deswegen kann ich kaum Freundschaften eingehen. Wir sind freundlich. Wir haben eine Dienstleistung, wir arbeiten dafür, wie der Arzt seine Patienten hat, wie die anderen Kollegen ihre Mandanten haben, habe ich als Medienkanzler alle. Und alle sind Kunden, können also keine Fans werden und ich persönlich werde wohl niemals Fans haben. Ich kann also auch noch nicht mal sagen, dass ich ein Fan von Prashant bin oder von Danny oder von Detlef Scholzen oder von Frank Montenbrock oder die alle hier hängen. Also wenn ihr sehen solltet, die hier hängen. Manchmal sehe ich beim Schneiden nicht und nachher, wenn der Film fertig ist auf der großen Leinwand, sehe ich doch einiges, was ich vorher leider nicht gesehen habe. So, das sind ja auch keine wertvollen Filme, das sind YouTube-Filme, das sind YouTube-Clips, die ich da mache und da gebe ich jetzt mir keine Mühe. Ja, und dann an alle, die Star Wars lieben und an alle, die Star Wars hassen, ich mag euch beide. Ihr mögt kein Star Wars, ihr mögt kein Game of Thrones, ihr liebt Game of Thrones, ihr liebt Star Wars, an alle zum Abschluss. Der Medienkanzler mag euch alle, weil alle Kunden sind. Ja, ich mag auch witzige Werbungen, leider gibt es Menschen, die nicht mehr witzig sind. Vergesst bitte, dass das kein Rassismus ist. Es ist kein Rassismus. Es ist witzig, es ist spritzig, es soll euch animieren, dieses Astra-Bier da oder keine Ahnung zu kaufen. Das gibt es hier nicht in der Stadt. Essen, die könnt ihr leider vergessen. So, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt. 40 Jahre Jubiläum. Ich feiere mich jetzt selber, 40 Jahre analog digitale Technik. Ja, würde mich freuen, wenn wir Kunden werden. Ich werde Kunde bei euch und ihr werdet Kunde bei mir. Würde mich freuen.